aha, hier befindet sich jetzt irgendwas und hier unten ist noch ein bisschen was und da oben ist noch ein bisschen was und da kommt noch was und da kommt auch noch ein kleines bisschen. Ja, wo soll man da jetzt sinnvollerweise automatisch eine Schwelle hinsetzen? Muss man das noch mitnehmen oder muss man das nicht mitnehmen? Das ist jetzt die Frage und da hat man sich nun Folgendes, da hat man sich nun Folgendes überlegt. Suchen wir eine Möglichkeit bei beliebigem Histogramm sinnvoll, was immer das heißen mag, sinnvoll automatisch zu spreizen. So. Und das Histogramm soll jetzt so aussehen, hier kommt jetzt langsam was an. Hier in dem mittleren Bereich ist jetzt viel, dann ist es hier wieder weniger und in dem höheren Bereich ist jetzt auch wieder was und dann geht es hier wieder runter. Und da ist 255. Und die grundlegende Überlegung sieht jetzt so aus: Was für eine Spreizfunktion haben wir hier gemacht? Da, wo keine Grauwerte sind, findet keine Spreizung statt. Da, wo Grauwerte sind, findet eine Spreizung statt. Und da, wo keine ist, wieder keine. Also, keine Grauwerte, keine Spreizung, viele Grauwerte, starke Spreizung. Das könnte man jetzt sozusagen verstetigen, indem man sagt, keine Grauwerte, keine Spreizung. Wenig Grauwerte, wenig Spreizung. Mehr Grauwerte, stärkere Spreizung. Viele Grauwerte in einem Bereich, ganz starke Spreizung. Wenig Grauwerte, wenig Spreizung. Wie würde das bei der Funktion hier aussehen? Also Ansatz. Wenig graue Werte im Histogramm in einem Bereich, geringe Spreizung. Viel graue Werte, starke Spreizung. So, dann schauen wir jetzt mal. Da haben wir die 255. Und jetzt überlege ich mir mal, was das jetzt hier für die Spreizung heißen sollte. Wenig Grauwerte heißt wenig Spreizung. Das heißt, hier in diesem ersten Bereich wird wenig gespreizt. Da läuft die Kurve also flach. Jetzt nimmt die Zahl der Grauwerte, die nimmt jetzt zu, also sollte die Spreizung auch zunehmen. Das heißt, die Spreizung, die wächst. Die Zahl der Grauwerte wächst immer stärker, die Spreizung sollte also stärker werden. So, dann haben wir hier so, wenn wir hier ankommen, haben wir die maximale Spreizung. Jetzt nimmt die Zahl der Grauwerte wieder ab. Und das würde heißen, die Spreizung wird auch langsam kleiner. Also Spreizung wird kleiner.
Bis wir jetzt hier angekommen sind, hier haben wir wenig Grauwerte, also nur eine geringe Steigung, eine geringe Spreizung. Und hier nimmt jetzt die Anzahl der Grauwerte zu, also muss die Spreizung auch wieder stärker werden. Spreizung wird wieder stärker, bis wir hier angekommen sind. Jetzt nimmt die Anzahl der Grauwerte wieder ab. Das heißt, die Spreizung kann auch wieder abnehmen. Und hier an der Stelle haben wir wieder keine Grauwerte und da wird die Spreizung dann auch wieder 0 werden. Das heißt, was ich da jetzt erwarte, ist ein derartiger Verlauf. Und dann sind wir da oben angekommen und da oben, da müsste jetzt halt 255 sein. So. So, das heißt, wenn ich mir jetzt hier anschaulich überlege, dass die Spreizung, also letzten Endes die Steigung dieser Spreizgeraden, die ich hier lokal anlegen könnte, dass die Steigung dieser Spreizgeraden umso größer wird, je mehr Grauwerte hier im Bereich drin sind, dann kommt die Kurve hier raus. Hier haben wir die maximale Anzahl von Punkten, also sollte hier auch die maximale Spreizung sein. Maximal, ja. Und dann nimmt das Ganze hier die maximale Spreizung sein. Dann nimmt die Anzahl ab. Das heißt, jetzt kann auch die Steigung, die Spreizung kann abnehmen. Und hier haben wir minimale Grauwerte und dann ist die Steigung minimal und jetzt wächst sie wieder an. So sieht das aus. Und wenn Sie jetzt mit Ihrem mathematisch gebildeten Sachverstand auf diese beiden Kurven schauen, welcher analytische Zusammenhang zwischen diesen beiden Kurven könnte Ihnen dann auffallen? Im Grunde genommen sieht die Kurve aus wie das Integral von der hier. Oder umgekehrt, das hier ist sowas wie die Ableitung von der hier. Das heißt, was ich jetzt sehe, wenn ich auf diese beiden Kurven schaue, ist, dass die Form hier, zumindest ungefähr, so aussieht wie das Integral von der Kurve. Also das sieht aus wie das Integral von der Kurve. Ja, und die Idee, die kann ich jetzt ausschlachten. Ich finde eine Formel dazu. So, jetzt haben wir hier auch wieder nur diskrete Werte. Und dann ist das Integral von hier nach da beispielsweise, ist dann die Summe über alle Werte von da nach da. So. Und das würde jetzt heißen, wenn wir hier wir haben hier die Häufigkeit an der Stelle das ist die Häufigkeit, das, wenn hier g ist, dann ist das hier die Häufigkeit an der Stelle g. Und was wir jetzt machen müssen, ist von 0 bis g das Ganze aufsummieren. Das heißt, wir haben es im Grunde genommen sowas, das ist die Summe über i gleich 0 bis g.
von I. Das ist jetzt die Summe der Häufigkeiten von hier bis da. Wir summieren über alle Kanäle, über alle Grauwerte von 0 bis hin zu diesem Grauwert G. Und das müsste dann sein G' an der Stelle G. Genau. Das schauen wir nochmal hin. Also G' an der Stelle G müsste sein die Summe über alle Grauwerte von I gleich 0 bis G Häufigkeit von I. So, das wäre die richtige Form. Wenn ich das jetzt hier aufsummiere bis zu 255, zum Maximum, wenn ich das bilde, was kommt dann heraus? Das heißt, die Frage ist, welcher Wert wenn ich jetzt hier wirklich die Häufigkeiten aufsummiere, welcher Wert steht hier oben? Ja, ich summiere ja die Häufigkeiten der einzelnen Grauwerte. Und zwar über alle Grauwerte. Also die Häufigkeit von 0, die Häufigkeit von 1, plus die Häufigkeit von 2, plus die Häufigkeit von 254, plus die Häufigkeit von 255. Ich summiere also die Häufigkeiten sämtlicher Grauwerte. Ja, was soll dabei rauskommen? Ich summiere im Grunde genommen jetzt über das komplette Bild. Das heißt, was da herauskommt, das ist die Anzahl ist die Pixelanzahl in der Region of Interest oder im gesamten Bild. Also, wenn ich die Häufigkeitsverteilung, das Histogramm, wenn ich hier die Häufigkeitsverteilung h von i von hier bis da hinten aufsummiere, ist das Ergebnis die Anzahl der Pixel im Bild oder Anzahl der Pixel in der Region of Interest. Das, was hier bei der Punktoperation als Maximum herauskommen soll, ist, weil das Ganze ja jetzt nur die Form dieses Integrals hat und das Ganze ja eine Punktoperation sein soll, ist hier der maximale Wert 255. Das heißt, wenn ich dieses Integral bilde, kommt als Maximum Pixelanzahl heraus. Wenn ich das Ganze als Punktoperation betrachte, muss aber hier 255 rauskommen. Und das führt dazu, dass wir diesen Ausdruck dividieren müssen durch die Pixelanzahl. In der Region of Interest, über die wir das jetzt gemacht haben, also möglicherweise über das ganze Bild. Und dann müssen wir es noch mit 255 multiplizieren. So, das ist jetzt das automatische Spreizen. Auch hier haben wir jetzt das Problem, dass hier nicht ganzzahlige Werte herauskommen. Und insofern müssen wir da noch die Klammer drumherum setzen. Und das hier ist nur eine Nebenrechnung. So, und damit haben wir also jetzt hier die Funktion für das automatische Spreizen. Ja, und die heißt automatisches Spreizen oder Histogrammeinebnung oder was in den speziellen Computerprogrammen da ansonsten an Namen vergeben worden ist. Ja, und damit kommen wir jetzt also tatsächlich
automatisch den Helligkeitsbereich anpassen. Und das kann tatsächlich dann in vielen Fällen von Nutzen sein. So, damit will ich jetzt an der Stelle auch schließen und gleich nur noch eine weitere Anwendung von Punktoperationen vorstellen.